In den kommenden Tagen finden in Berlin die Gruppenspiele für das MID Season Invitational MSI von League of Legends statt. Aus europäischer Sicht vertritt NetEat die hiesigen Spieler. Aktuell rückt jedoch die League of Legends Abteilung von Schalke 04 in den Mittelpunkt. Gerüchten zufolge plant der Verein in der kommenden Saison in der Top-Liga EULCS nicht anzutreten. Neue Ausrichtung der Liga. Gründe hierfür könnten die komplette Neuausrichtung der Liga und die damit verbundenen Einstiegskosten von 8 für aktuelle LCS-Teams bis 10,5 Millionen Euro bei Neueinstieg für einen gesicherten Platz in der Superliga sein. Wie in den USA soll es eine neue Franchise-Struktur mit festen Teams pro Season geben. Auf- und Abstiege fallen hierbei weg. Der geforderte Buy-in ist eine Hausmarke für Esports-Maßstäbe. Der Verein wird zudem die Youngster Max Meyer und Leon Goretzka ablösefrei am Ende der Saison abgeben müssen, weshalb auch in der Fußballsparte sicherlich nachgerüstet wird. Spannend bleibt, ob dann Geld für die Esports-Lizenz überbleibt. Auf Nachfrage von Sport1 hin gab Schalke an, dass sich das Unternehmen derzeit zwar mit dem Thema befasst, aber noch keine Entscheidung gefallen sei. In den USA wurde das Franchise-System bereits zu Beginn der gegenwärtigen Season eingeführt. Zu den festen Teams gehören Mannschaften wie 100 Thieves, Team Liquid sowie Optic Gaming, zu dessen Roster auch der deutsche Starspieler Tristan, Power of Evil, Schrage gehört. Saisonziel verfehlt das aktuell letzte Spiel bestritt der FC Schalke 04 im Zuge des Springsplits der Frühlingsausgabe der EULCS gegen Liga-Konkurrent NetEat Mitte März. Die Gelsenkirchener verpassten knapp den Einzug in die Playoffs, die am Ende von NetEat 3:0 gegen G2 Esports gewonnen wurden. Sollte sich Schalke tatsächlich gegen eine Beteiligung entscheiden, könnte sich Riot Games laut Sportbild an die englischen Premier League Clubs Arsenal, Crystal Palace und Swansea City wenden. Bei diesen dürfte auch aufgrund der TV-Gelder und Investorenstruktur ein größerer finanzieller Spielraum existieren. Für S04 selber wäre dann die Academy League Nachwuchsliga, wie es sie für die amerikanische LoL-Königsklasse gibt, als Unterbau der EULCS eine Option.